Ja, Fanny, kam dann doch überraschend heute Morgen. Es war kurz nach 7, seitdem berichten wir ja ausführlich darüber. In 7 Bundesländern haben nämlich Razzien gegen die letzte Generation stattgefunden und dabei seien 15 Objekte in 7 Bundesländern durchsucht worden. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Neben den Durchsuchungen wurden auch Konten beschlagnahmt und Vermögenswerte gesichert. Den 7 Beschuldigten im Alter von 22 bis 38 wird zuerst gelegt eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die letzte Generation organisiert und dadurch mindestens 1,4 Millionen Euro eingesammelt zu haben. Festnahmen gab es bislang aber nicht und insgesamt seien 170 Beamte im Einsatz. Und über diese Razzien wollen wir natürlich sprechen. Bei uns im Studio ist nun Alexander Dinger aus unserer Redaktion Investigation und Reportage. Guten Morgen, Alexander. Schön, dass du so schnell zu uns ins Studio gekommen bist. Also diese Razzien, kam die überraschend aus deiner Sicht? Du beschäftigst dich ja intensiv mit dem Thema letzte Generation. Oder war das vielleicht schon doch von längerer Hand geplant? Also es kam sehr überraschend. Man sieht es auch. Ich bin jetzt hier in schnell ins Studio geradelt, weil ich war gerade draußen. Und es kam für alle überraschend, ja. Und auch vor dem Hintergrund, dass die letzte Generation erst Anfang der Woche angekündigt hatte, 2023 nochmal die Aktion zu verstärken. Ein Zielort sollte Bayern sein und dann im Herbst nochmal Berlin. Und insofern, dass man jetzt den Riegel da vorschiebt, das ist für alle ein ziemlicher Hammer. Aber was meinst du mit den Riegel davor schieben? Das ist ja bislang nicht getan. Na, Riegel insofern vorher vorgeschoben, dass jetzt zumindest die finanziellen Mittel erstmal gekappt werden. Dass man sagt, alle finanziellen Mittel? Oder wie naja, also sozusagen, es werden ja Spenden gesammelt und die Staatsanwaltschaft sagt, okay, diese Spenden werden verwendet, um Straftaten zu begehen. Und deswegen hat man jetzt die Razzia gemacht und guckt sich mal die Strukturen genauer an. Und Fakt ist, dass man jetzt zumindest temporär erstmal einen Riegel vorgeschoben hat. Also eingefroren die Konten. Richtig, genau. Ja. Interessant ist doch aber, dass federführend die Generalstaatsanwaltschaft in München ist. Die Schwerpunkte für die Klimakleber, die liegen ja eigentlich immer in Berlin, wie wir in den vergangenen Wochen und Monaten ja auch gesehen haben. Berlin, ja, die haben eben ihre Probleme und deshalb haben sich ja auch die Aktivisten genau die Hauptstadt ausgesucht. Und Bayern ist ja bisher gegen die Klimaklima extrem hart vorgegangen. Also warum ausgerechnet jetzt aus München dieser Schritt für die Razzien? Richtig, das versuchen wir jetzt auch noch sozusagen zu verifizieren. Also man kann festhalten, dass München härter vorgeht gegen die letzte Generation als Bayern, als Berlin. Und man muss dazu wissen, dass im Impressum der letzten Generation ist zum Beispiel ein Herr aus Augsburg. Das könnte damit zusammenhängen, dass jetzt Bayern da federführend ist. Das wissen wir noch nicht. Das versuchen wir auch gerade zu verifizieren. Und dann, wie gesagt, Bayern sollte ein Schwerpunkt der letzten Generationen jetzt werden. Lass uns noch mal über diese Spendengelder sprechen. 1,4 Millionen Euro hat offenbar die letzte Generation bei einer Spendenaktion eingesammelt. Woher kommt das Geld? Das Geld, das kommt aus verschiedenen Töpfen, also viele Kleinstspenden. Dann sagt die letzte Generation, wir haben auch Großspender. Dann kommt das Geld vom Climate Emergency Fund. Das ist so ein von Philanthropen geführtes, ich weiß nicht, wie soll man das ausdrücken? Also die unterstützen Klimabewegungen auf der ganzen Welt. Also eine Verbindung, ne? Richtig, genau. Und sozusagen dieser große Topf wird halt gespeist aus verschiedenen Richtungen. Und dass das Geld so kommt, das halt zusammen bei der letzten Generation. Aber wie gesagt, du beschäftigst dich ja lange schon mit diesem Thema letzte Generation und also wir natürlich auch. Und die letzte Generation hat doch aber vor kurzem erst gesagt, uns geht das Geld aus. Und jetzt 1,4 Millionen, also 1,4 Millionen ist eine ganze Menge. Und wenn man sich anguckt, die ganzen Mietwagen, die zu Schaden gekommen sind oder auch das Ausfräsen aus den Straßen zum Beispiel, da ist doch eigentlich eine ganze Menge Geld da. Warum rufen die weiter auf? Wollen die noch mehr Geld haben, um noch mehr Schaden anzurichten? Das ist eine gute Frage. Also, sie haben ja letztes Jahr einen Transparenzbericht veröffentlicht. Da kann man sagen, roundabout knapp eine Million haben die da sozusagen ausgewiesen und haben gesagt, was haben die mit dem Geld gemacht? Also zum Beispiel für Mieten ging ein Großteil drauf, also für die Organisation des Protests, also für Materialien, die gekauft haben und so weiter und so fort. Und da kann man halt natürlich fragen, wie transparent ist der Bericht oder ist es so eine PR-Geschichte? Wir stellen irgendwas ins Internet und sagen, dafür haben wir das Geld ausgegeben, aber so richtig wissen es auch keiner und kann es keiner kontrollieren. Und die zweite Geschichte ist, dass wir vermuten, dass die Aktion auch ein bisschen zu groß geworden ist für die. Also es gibt zu viele Aktivisten, zu viele Aktionen und es kostet natürlich auch. Und wenn man sich hinstellt und sagt, wir bezahlen alle eure Straftaten, wir bezahlen eure Unterkünfte und koste es, was es wolle, na, das muss man erstmal schultern können. Und ich glaube, denen ist das ein bisschen über den Kopf gewachsen.
Es ist auch immer sehr interessant, in dem Kontext zu sehen, dass die Klimaaktivisten ja nicht nur für den Klimaschutz protestieren wollen, sondern auch gewissermaßen gegen den Kapitalismus. Also sehr interessant, jetzt diese hohe Summe an Geldern in dem Zusammenhang auch. Dankeschön, Alexander, dass du so spontan zu uns ins Studio gekommen bist. Und du wirst uns natürlich den ganzen Tag auf dem Laufenden halten über diese weiteren Ermittlungen und alles, was da noch bekannt wird. Danke, Alexander. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.